Wir werden künstlerisch, Straßenkunst. Zunächst bitte ich im Tagesordnungspunkt 15 Herrn Kühn kurz um Einbringung der Vorlage. Dann haben wir den mitbehandelten hier im Zusammenhang Tagesordnungspunkt 16. Hier ist Einreicher die AfD-Fraktion. Vielleicht ist es auch möglich, dass es kombiniert. Auf der einen Seite hat sie einen Änderungsantrag zu 15 gestellt, selber einen Ersetzungsantrag zu 16 und den auch eingereicht, dass man das vielleicht in einem Komplex machen kann. Wir schauen mal. Herr Kühn, zunächst mal in der Vorstellung zur Vorlage. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, ich würde darauf verzichten, den Satzungsinhalt vorzusingen, nutze aber dennoch den Verstärker. Sie haben 2022 eine Satzung beschlossen, die die Rechtsaufsicht beanstandet hat. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr uns damit auseinandergesetzt, wie man eine rechtskonforme Satzung gestalten kann. Ich denke, es ist allen klar, dass es hier ein Spannungsverhältnis auch in der politischen Diskussion gibt zwischen der einerseits freien Kunstausübung, die zum Stadtbild einer Kulturstadt Dresden gehört, einerseits und andererseits aber auch eben einer Beschwerdelage von zu lauter, störender Straßenmusik von Anwohnern, Gewerbetreibenden und Gästen der Stadt gibt. Insofern haben wir auch nach zwei interfraktionellen Gesprächsrunden einen differenzierten Satzungsentwurf vorgelegt, der eben Spielbereiche definiert, wo weiterhin mit Verstärker Straßenmusik gemacht werden kann und andererseits Spielbereiche, eben dort, wo auch die Beschwerdelage recht hoch ist, dort, wo eben kein Verstärker eingesetzt werden soll. Wir haben eine Mittagspause eingeführt, wir haben auch durchaus den einen oder anderen Spielbereich rausgenommen. Und andererseits aber zum Beispiel auf der Augustusbrücke keine Einschränkungen und durchgehende Möglichkeit zur Straßenmusik, Straßenkunst bis 22 Uhr. Also ein sehr differenzierter, austarierter Satzungsentwurf, der im federführenden Ausschuss auch eine Mehrheit bekommen hat. Und ich hoffe auch heute hier, ich möchte mich da bei allen, die interfraktionell an den Beratungen und an dem Aushandlungsprozess für eine Satzung, die dann hoffentlich auch mit breiter Mehrheit hier getragen wird, recht herzlich bedanken und hoffe so, dass wir eine Satzung hinbekommen, mit der dann eben wirklich auch tatsächlich nicht nur der politische Interessensausgleich, sondern eben auch der Interessensausgleich, wie ich schon sagte, zwischen den Belangen der Kunst und aber eben auch den Belangen von Anwohnern und Gewerbetreibenden entsprechend genug getan wird. So, vielen Dank für die Einbringung und jetzt selbiges Herr Pinkert für Ihren Antrag. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Ja, jedes Jahr von neuem könnte man sagen, und wenn man das jetzt so beschließen, wie die Vorlage erstmal ist, wird das uns nächstes Jahr wieder ereilen, denke ich. Der letzte Beschluss war ja angeblich, wie schon der Herr Kühn gesagt hat, gesetzeswidrig, wo man sagen muss, es gibt bei uns Städte, wo die Lautstärke gemessen wird und bei denen ist das nicht gesetzeswidrig. Bei uns eben in Dresden ist die Gesetzeslage eine andere. Ja. Man weiß nicht warum, aber wir werden das irgendwann noch erfahren, denke ich mal. Jedenfalls hatten wir damals schon im Januar 2021 einen fast baugleichen Antrag hier von uns im Stadtrat, der lange hinausgezögert wurde, wo die Verwaltung sich dann genötigt sah, damit man nicht der AfD zustimmen muss, eine Vorlage zu erarbeiten, die absehbar war durch diese eingebauten Lärmpegelmessungen etc., dass die natürlich erstens beim Bürger wieder für Unmut sorgen wird, weil keine Probleme, die der Bürger hat, abgeholfen werden. Und jetzt ereilt es uns, wie schon gesagt, wieder. Wie der Herr Kühn schon gesagt hatte, gab es ja Gespräche zwischen allen Parteien beim Herrn Kühn und leider kam keine Vorlage zustande. Es hat sehr lange gedauert, was uns dazu veranlasst hat, natürlich wieder vorzubrechen und zu sagen, jetzt aber mal kommt in die Puschen, wir schmeißen den Antrag in den Geschäftsgang. Dieser wurde so lange erfolgreich von den anderen Parteien natürlich auch mit verhindert, bis wir nun endlich heute hier stehen. Ne? Also wir haben den 6.23 gestellt, unseren Antrag. Die Verwaltung hat Januar 24 jetzt ihre Vorlage endlich reingebracht und die ist in Teilen
gelungen, muss man sagen. Da komme ich gleich noch dazu. Weiterhin geht es ja weiterhin um das große Thema Verstärkerverbot. Ja, nein. Das Problem ist natürlich, dass, wenn ich das jetzt so sehe, wie angedacht von der Verwaltung, kann man machen, dass man bestimmte Bereiche sagt, Verstärker ja, bestimmte Bereiche sagt, Verstärker nein, wird natürlich alle Anwohner und natürlich Geschäftsinhaber, die im Verstärkerbereich sind, Bauchmietzel und sagen, warum muss ich das weiterhin ertragen, diesen Lärm? Ja? Also ist die Vorlage in diesem Bereich wieder völlig unzureichend. Ja. Viele Spielbereiche nicht mehr mit Verstärker bespielbar, andere schon. Das heißt natürlich auch im Bereich der Künstler wird es dort Verschiebungen geben. Wer bauortbedingt mit seiner E-Klampfe jetzt einen Verstärker gebraucht hat, der kann eben nicht mehr überall auftreten. Man hätte das auch anders lösen können, wenn man so sagt, hier Kulturstadt etc., dann sage ich natürlich rund um die Frauenkirche im historischen Zentrum, dann sage ich natürlich, ja dann bringt doch einfach nur noch klassische Musik, alles was vor 1870 ist oder 1830 ist, wie man möchte, dann habe ich sowieso keinen Verstärker dabei, hätte man auch machen können, das wäre der ganz große Wurf geworden vielleicht. Jedenfalls, wir hatten gesagt, Verstärker, nein, im Grundsatz, außer bei Musikinstrumenten, die natürlich bauortbedingt einen Verstärker benötigen. Und dort sollte die Lautstärke eigentlich nicht über eine Lautstärke eines ähnlichen bauortbedingten Modells, was ohne Verstärker funktioniert, benutzt werden. Ja, jedenfalls das Größte, was uns eigentlich stört, deswegen gibt es auch unseren Änderungsantrag zur Vorlage der Verwaltung. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Sie natürlich nicht so gewillt sind wie gestern, uns bei sinnvollen Anträgen für die Bürger weiterhin zu unterstützen. Deswegen unseren Änderungsantrag zur Vorlage. Wir möchten gerne, dass auch ein Riesenproblemfeld für die Bürger bearbeitet wird, nämlich diese regelmäßigen gleichen Auftritte der gleichen Künstler oder Künstlerkollektive. Und das ist ja weiter nicht abgebildet in der Vorlage. Das heißt, die werden immer wieder beschallt werden durch die gleichen Künstler. Und was nützt ein Verstärkerverbot, wenn Sie wöchentlich die gleichen Künstler haben, die mit ihrer Trommel dastehen und stumpf auf die Trommel klopfen? Sie haben selber alle in den Vorlagen jetzt auch die neueste Beschwerdelage, die neuesten Petitionen bekommen. Da sind gleich wieder drei eingetrudelt. Und da geht es wirklich eigentlich darum, gleiche Künstler immer wieder. Und das könnten Sie verhindern, indem Sie sagen, Gesamtauftritte beschränken pro Woche und demzufolge natürlich auch eine bessere Durchmischung der Musiker oder Künstler herbeiführen und demzufolge auch den Jugendlichen, die meistens gar keinen Platz mehr ergattern können, um aufzutreten, weil sie ja vormittags sind sie in der Schule, nachmittags wollen sie auftreten, ist aber alles schon belegt, zum Beispiel von den Trommlern und Akkordeonspielern. Ja, denen könnte man damit auch eine Chance geben. Deswegen bitte berücksichtigen Sie unseren Änderungsantrag, stimmen Sie dem zu, damit wir eventuell mal wirklich einen Deckel auf die Büchse der Pandora Straßenmusik kriegen. Danke. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. CDU-Fraktion beginnt. Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Sie hören es immer noch, meine Stimme ist leicht angeschlagen, deswegen werde ich nicht singen. Ich habe nicht zu viel gesungen, ich kann nämlich gar nicht singen, hat meine Musiklehrerin früher schon festgestellt, insofern übe ich mich auch nie mit Straßenmusik, sondern rede lieber zur Sache und ich mache das relativ kurz, weil wir haben einen Verwaltungsentwurf, der tatsächlich jetzt so aussieht, dass wir dem auch zustimmen können, mit einer kleinen Änderung, die wir im Ausschuss noch eingebracht haben. Bürgermeister hat es gerade schon ausgeführt, es gab interfraktionell Diskussionsrunden. Das ist kein Geheimnis, habe ich im Januar auch schon in der Aktuellen Stunde gesagt. Wir als CDU hätten uns das komplette Verstärkerverbot gewünscht, weil das immer wieder Diskussionspunkt ist. Es ist keine Mehrheit in diesem Stadtrat zu sehen. Insofern haben wir gesagt, wenigstens an den neuralgischen Punkten wollen wir das Verstärkerverbot. Das wird jetzt auch umgesetzt. Wir haben einige Spielorte, die ganz schwierig sind, komplett rausgestrichen aus der Vorlage. Auch das ist sinnvoll und richtig. Und wir haben im Ausschuss, das war eine Änderung, die uns nochmal wichtig war,
noch bei den Punkten mit dem Verstärkerverbot noch die Standorte auf der Hauptstraße hinzugefügt, weil es dort auch von Anwohnern immer wieder Diskussionen und Beschwerdelagen gibt. Das können durchaus auch Einzelmeinungen sein, aber wie auch immer, es gibt Beschwerden von dort. Und wir haben gesagt, wir tragen dem Rechnung, weil die bauliche Situation in der Hauptstraße natürlich schon ähnlich ist, beziehungsweise eigentlich sogar noch verengter als auf der Prager Straße. Und wenn wir auf der Prager Straße sagen, wir tragen dem Thema Rechnung, dann machen wir das bei der Hauptstraße auch. Das ist im Ausschussbericht mit aufgenommen worden. Und mit diesen Änderungen können wir der Verwaltungsvorlage jetzt so zustimmen, also dem federführenden Ausschussbericht. Was den Antrag der AfD angeht, was diese zwei Ergänzungen nochmal angeht, was die immer wieder gleichen Künstler angeht, das halte ich ehrlich gesagt für schwierig, weil wir wissen, es gibt momentan mit der App einfach schon nie wirklich die Möglichkeit zu kontrollieren, wer sich in der App anmeldet. Das haben wir ja auch in dem Ausschussbericht nochmal aufgeführt, dass dort entsprechend für Sicherheitskriterien, ich gucke gerade nach der Formulierung, dass die vor missbräuchlichen Zugriff geschützt werden soll. Das ist halt bisher noch nie drin. Und solange nicht mal das dargestellt ist, wird auch diese Möglichkeit, dass einzelne Künstler immer wieder an den gleichen Standorten sich einbuchen, auch nie darstellbar sein. Das heißt, wir würden etwas beschließen, was am Ende wieder nicht kontrollierbar ist. Und deswegen sage ich, in der Sache kann ich dem Antrag tatsächlich oder diesem Ansinnen etwas abgewinnen, aber wir werden es nicht mitbeschließen, sondern wir werden uns an der Stelle enthalten, weil wir es grundsätzlich für sinnvoll halten, aber es eben nicht durchsetzbar sehen. Und deswegen wird es dafür von uns keine Zustimmung geben. Ansonsten, wir werden, wie gesagt, dem federführenden Ausschussbericht zustimmen. Und dann haben wir, glaube ich, heute eine Straßenmusiksatzung, die etwas länger eine Halbwertszeit hat als die letzte Fassung und die vorhergehende. Vielen Dank. So, als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten ja dazu eine Aktuelle Stunde, ist gar nicht so lange her. Und ich glaube, da habe ich alles Nötige dazu gesagt. Ich habe dort Ihnen vorgetragen, dass es hier um eine Auseinandersetzung zwischen Regulierungswut und Freiheit geht und wir für die Freiheit sind. Und ich finde diese Lust, mit der reguliert werden, so schon befremdlich. Und ich stelle mir vor, wie das so auf allen staatlichen Ebenen ist. Also wir haben ja gerade eine Diskussion um die Schwierigkeit, wenn Menschen ein kleines Stadtfest machen wollen oder wie vielen Regeln die leiden. Und dann stelle ich mir vor, dass in jeder Ebene Leute sitzen, so wie die meisten hier, die gerne irgendwas regulieren. Manches davon begründet, manches unbegründet, also vor den Menschen, die regulieren wollen, immer begründet natürlich, aber manches erkennbar Quatsch. Ne? Und dann sitzen sie und dann werden kleinteilige Regelungen ausgemacht und da eine Straße mehr und da eine Straße weniger. Und am Ende ist es das letzte Stückchen Macht, was ihnen bleibt, um Leuten sozusagen das Leben schwer zu machen, die hier wahrscheinlich sich das Leben, einen Unterhalt für ihr Leben verdienen, indem sie auf der Straße auftreten. Ich finde das richtig befremdlich. Ich will ein paar kleine Gedanken dazu sagen. Der erste, also mein Kind ist Gitarrist, der spielt E-Gitarre. Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört. Ja? So. Und dann ist er aufgetreten mit zwei Freunden. Der eine hat einen Cajon gespielt, der zweite einen Kontrabass und er mit seiner E-Gitarre. Ja, und jetzt höre ich immer, wir müssen dort noch einen Platz finden und dort noch einen Platz, wo das Kind vom Kiesling nicht mehr auftreten darf, weil zur E-Gitarre braucht man einen Verstärker. Das höre ich immer. Ja? Sie wollen meinem Kind an vielen Stellen das Spielen auf der Straße verbieten. Das höre ich. Zweitens, ich gehe durch die Stadt, ich gehe durch die Prager Straße, letztens schien die Sonne und es war totenstill. Also ich habe die Musik vermisst. Ja? So, wir sind hier eine große Stadt, 500.000 Einwohner, fast 600.000. Wir wollen eine große Stadt sein, wir wollen urban sein, es soll lebendig sein. Und dann regulieren wir alles, was stört, weg, so als ob das Miteinander zwischen Menschen sich immer dadurch geprägt ist, dass der eine auch mal den anderen stört. Und dann haben wir Regeln dafür. Das steht in unserer Stadtsatzung, also Polizeiverordnung steht drin, man darf den anderen nicht stören, man darf die Straße nur so nutzen, dass kein anderer gestört wird. Und weil wir in dieser Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind, hinzugehen und zu sagen, du störst, du bist mir zu laut, lass es uns mal unter Menschen aushandeln. Und weil unser Ordnungsamt behauptet, das ginge gar nicht, die könnten nie einfach hingehen, sich anhören und sagen,
Das ist uns zu laut, du hörst mal auf, weil das die Fiktion ist. Deswegen setzen wir uns hin und arbeiten 70 Stadträtinnen und Stadträte an Regeln, an kleinteiligsten Regeln, nur damit da niemand mehr hingehen muss und sagen muss, du hörst jetzt auf. Und was ist die Gefahr? Dass wir da irgendeinen, der zu laut ist, wegschicken, dass unser Ordnungsamt hingeht und sagt, du bist wirklich zu laut, ich habe es mir angehört, du hörst jetzt auf. Dass der uns dann vor Gericht zieht und Recht bekommt, schon 3 Jahre später. Das ist die reale Gefahr. Und ich denke, man muss wieder zurück zu einem menschlichen Miteinander. Wenn jemand wirklich stört, dann muss man dem das sagen und kann auch miteinander, so per Shake Hand, das Ganze klären. Dann macht das ein bisschen leiser. Aber darum geht es Ihnen nicht, weil Sie wollen noch eine feine Regel, weil das ist das letzte Stück Macht. Und das letzte war mein Gedanke, natürlich, ich weiß, dass das sachlich nichts miteinander zu tun hat, aber dieselben Leute, die hier einen kleinen Musiker, der nach 1,5 Stunden dasselbe nochmal spielt, dass die dem das verbieten wollen. Dieselben Leute sagen, oh, Paul Kalkbrenner, der kommt auf den Altmarkt, das wird richtig laut und der wird dort, das wette ich mit Ihnen. Ja? 5 oder 6 Stunden lang am Abend die ganze Zeit spielen, da wohnen rundherum überall Leute. Da ist es voller Menschen. Ja? Anderer Regelungskreis, da ist es plötzlich nicht mehr wichtig, ob die sich vielleicht beschweren. Und ehe jemand auf die Idee kommt, dass ich was gegen Paul Kalkbrenner hätte, natürlich habe ich mir die Karte geholt. Geiler Typ, so wie ich auch nichts dagegen habe, dass Straßenmusikantinnen und Straßenmusikanten in dieser Stadt frei spielen. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion. Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Stadtrat, liebe Zuhörende und Passantinnen, Straßenmusik, Straßenkunst und wie ist sie geregelt? Ist natürlich immer ein Spannungsfeld, das muss man ganz klar sagen, aber auf der anderen Seite auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ich kann hier für Dresden zum Beispiel an den Schaubudensommer auf der Hauptstraße erinnern, wo internationale Größen ihre Kunst darbieten und wo eine ganz tolle Bereicherung der Stadt passiert. Ich kann aber auch mal daran erinnern, wie ich mal die Kelly Family auf dem Reutlinger Marktplatz gehört habe, da waren die noch völlig unbekannt. Die haben ein vollwertiges Konzert gemacht, damals Irish Folk. Und da sind die später berühmt geworden und heute ist fast jeder aus dieser Familie entweder tot oder berühmt. Und da entsteht nämlich auch Musik. Ne? Und deswegen muss man das ernst nehmen. Das Problem, was wir haben, ist, dass Straßenmusik was ganz Besonderes ist. Das wurde ja schon gesagt, Paul Kalkbrenner, der musste eine Sondernutzungsgebühr zahlen für den Altmarkt und zwar nicht schlecht. Und die Straßenmusik, da stellen wir den Raum zur Verfügung und alle müssen es oder dürfen es eben mitbekommen, weil die Musik nun mal eine der Künste ist, die kann man nicht ignorieren. Genauso wie die Architektur, durch die man läuft, ist die Musik eben Teil des Flairs, Teil der Stadt. Und wenn man so durch die Stadt geht und eine Straßenmusik hört, eine gute, dann bleibt man stehen, vielleicht für 1, 2 Stücke, vielleicht für 3 und geht dann weiter und macht das, was man eigentlich wollte und dann kommen die Nächsten. Das heißt, natürlich sind die Straßenkünstler irgendwann, selbst wenn sie mal ehrgeizig angefangen haben, dabei ihre besten 1 oder 2 oder auch 3 Stücke zu spielen. Das ist auch nicht verwerflich, aber hier fängt es natürlich an, das glaube ich schon, wenn man da in der Nähe wohnt oder einen Stand hat oder Ähnliches sozusagen, dass das ein Problem werden kann. Meiner Meinung nach ist diese Monotonie ein viel größeres Problem als die Lautstärke. Wir hatten eigentlich eine ganz gute Regelung in der Stadt dafür, fand ich. Jetzt ist schade, dass mit einem Riesenaufwand was Neues her musste. Also es wurde ein Kompromissvorschlag erarbeitet, es gab davor Anhörungen und zig Runden. Und jetzt gibt es sowas wie eine Zonierung, also es gibt Zonen, da kann man uneingeschränkte Lautstärke walten lassen. Das ist zum Beispiel die zugige Augustusbrücke. Es gibt Orte, da darf man mit Verstärker nichts machen, man muss bei manchen früher aufhören.
Überall allerdings ist eine Mittagspause vorgesehen und dass es halt eine halbe Stunde Pause gibt. Und die Musikerinnen und Musiker müssen sich in so einer App der Stadtverwaltung anmelden. Wer die Stadtverwaltung kennt, hat jetzt natürlich schon die Probleme sozusagen rausgehört. Die bestehen also in dieser App der Stadtverwaltung und darin, dass dort nicht gut genug kommuniziert wird. Denn wie kommt die Beschwerde, die natürlich passieren kann, vom Balkon oder vom Telefonhörer der Beschwerdeführerin zu dem Musiker auf der Straße, der im Gefecht sozusagen oder weil gerade viele Leute vor ihm stehen, eine Viertelstunde länger macht oder der dies nicht richtig gelesen hat. Und unser Ordnungsamt, zweites Problem nach dieser App, weigert sich hier zu kommunizieren. Wenn dort jemand anruft, dann haben die bisher die Aussage gemacht, da machen sie jetzt nichts. Na, und da versandet natürlich diese durchaus berechtigte Beschwerde und demotiviert und ist auch kein gutes Bild für die Stadtverwaltung. Denn bei der neuen Satzung haben wir nämlich das gleiche Problem. Ja, also das ist sozusagen jetzt etwas besser geregelt. Trotzdem ist hier irgendjemand in der Stadtverwaltung notwendigerweise muss ich auf die Socken machen und das überprüfen, ob das funktioniert, ob das eingehalten wird und auch mal mit Leuten einfach die Kommunikation anfangen und sagen, du, hier gab es Beschwerden. Da liegt für mich der Hase im Pfeffer und da bitte ich auch darum, dass das sozusagen ernst genommen wird. Diese App muss überarbeitet werden, dass sie funktional ist und beim Ordnungsamt müssen ein bisschen in Kommunikationsfähigkeit werden. Und zu guter Letzt beantrage ich, weil das uns besser gefällt, die Beschlussvorlage des Kulturausschusses als Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Vielen Dank. Okay, über den Geschäftsordnungsantrag wurden wir dann vor der Abstimmung noch mal abstimmen. Jetzt machen wir erstmal weiter FDP das Wort gewünscht. Holger Zastrow, bitte. Mensch, ihr müsst euch meinen Namen mal langsam einprägen. Nachdem Johannes Lichti den historischen Moment geschaffen hat, gestern das erste Mal meine neue Bewegung hier im Stadtrat zu nennen, ein Dank. Einen ganz, ganz großen erreicht er nie. Ich nehme dich mal wieder in meinem tollen Auto mit zu dir nach Hause. Oh, jetzt habe ich es verraten. Entschuldigung. Nur ganz kurz, wir werden der neuen Straßenkundsatzung zustimmen. Trotzdem will ich klar sagen, dass ich damit Bauchschmerzen habe. Und nicht nur, weil ich ein Stück weit schon das, was Herr Kiesling gesagt hat, auch ähnlich sehe. Unsere Stadt lebt davon, dass sie lebendig ist, dass auf den Plätzen was passiert. Und ich finde das schon sehr bedauerlich, wenn wir versuchen, auch mit diesen Restriktionen das einzuschränken. Ich verstehe es aber auch, weil es natürlich Auswüchse gibt, die, wenn du dort wohnst, unerträglich sind. Also wenn man zum Beispiel Redakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten ist und immer den gleichen Menschen am Kölzring sieht, ich verstehe, dass die Redaktion dann das nicht mehr ertragen kann. Das ist einfach so. Die Frage ist nur, ob das der richtige Weg ist, wie wir es machen. Oder ob man sich nicht hätte doch auf das eingelassen, was ich beim letzten Mal schon vorgeschlagen habe. Denn ich glaube, dass es nicht unbedingt die Lautstärke ist und die Plätze, sondern es hat etwas mit der Qualität zu tun. Und ich verstehe nicht, warum man sich in dieser Stadt nicht an das wagt, was andere längst machen, nämlich die Qualität der Darbietungen zu bewerten und da auch Kriterien festzulegen und das auch als Ausschlussgrund zu nehmen. Denn es ist ein Problem, wenn ich durchs Georgentor gehe und alle 10 Minuten ein doch jämmerliches Ave Maria ertragen muss. Das ist nicht gut, das kann man eindämmen und es gibt Städte, die das vormachen. Damals wurde hier ein bisschen das lächerlich gemacht, ja, ein Casting für Straßenmusiker, um Gottes Willen, wer will das entscheiden? Naja, andere haben das besser im Griff. Ich gucke da beispielsweise nach München, die haben sogar eine Person, einen städtischen Beamten. Ich habe damals was anderes vorgeschlagen, ich habe gedacht, ja, das könnte ja einen Kreis von Experten machen, da könnte auch mal so eine Kommission, wie wir ja sehr viele haben, vielleicht dort auch mal eine sinnvolle Aufgabe übernehmen. Aber die haben einen Spielplanmacher für Straßenmusik. Und der hört sich das an. Bevor du eine Genehmigung bekommst,
auf einem öffentlichen Platz zu spielen, musst du zeigen, dass du es kannst. Musst du auch die Vielfalt deines Repertoires zeigen. Und das hat positive Auswirkungen gebracht. In Brüssel musst du sogar eine Prüfung ablegen. Da kann nicht Hinz und Kunst kommen, sondern musst sogar eine Prüfung ablegen. So wie es im Übrigen quasi auch Eventveranstalter in dieser Stadt machen, die, wenn sie sich um ein Event bewerben und einen öffentlichen Platz nutzen wollen, müssen sie ja auch Kriterien erfüllen. Genau das ähnliche Verfahren gibt es in Paris und ein ähnliches Verfahren gibt es auch in London. Das heißt, es gibt auch Städte, die qualitative Kriterien nutzen, damit sie das besser in den Griff kriegen. Das ist diesmal nicht passiert. Ich werbe schon jetzt für diesen Antrag bei der nächsten Diskussion der Straßenkunstsatzung, denn die wird hundertprozentig kommen, spätestens in der nächsten Legislatur. Haben wir sie dann und dann werde ich unter neuem Label, wie ihr schon alle wisst, dann diesen Antrag einbringen. Dankeschön. Machen wir weiter. Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger, das Wort gewünscht. Nicht der Fall, dann machen wir weiter. Dissidenten, Herr Aschenbach, bitte. Satzung zur Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Ausübung von Straßenkunst. Im Juli 2022 beschloss dieser Stadtrat in seiner unsäglichen Weisheit eine Straßenkunstsatzung, die rechtswidrig ist. Sie wurde rechtsaufsichtlich beanstandet, wie es so schön heißt. Warum? Weil man eine Dezibelgrenze beschloss, aber zu doof war, Bezugsgrößen anzugeben. Das ist in etwa so, als hätte man in der StVO vergessen zu erwähnen, dass Höchstgeschwindigkeiten in km/h gemessen werden. Man muss kein Natur- oder Rechtswissenschaftler sein, um das zu verstehen. Rudimentäre Schulbildung reicht. Die kognitiven Fähigkeiten des Stadtrats überstieg es trotz mehrfacher Erklärungen. Nun ja, nichts Neues. So wie die gesamte Debatte um die Reglementierung der Straßenmusikerinnen. Eine strunzdumme Auseinandersetzung, bei der immer kompliziertere Regeln völlig am Problem vorbei Tätigkeit simulieren. Der Vorschlag jetzt, teilweises Verstärkerverbot, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten mit irgendwelchen Nummern. Schaut man sich das so, Problem... Mal, ganz kurz, Herr Aschenbach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Bild hier in der Morgenpost war oder ob das... ich finde es nicht lächerlich. Ist das eine... Der Bezug wird sich... Nein, ansonsten machen Sie bitte das Bild weg. Wenn es nicht in der Morpo war, machen Sie das Bild bitte aus. Wenn es nicht in der Morpo war... Zurück zur Sache. Wo sind wir stehen geblieben? Ach so... Schaut man sich das Problem Belästigung durch Straßenmusik an, so entdeckt man nicht nur eine überschaubare Zahl an Beschwerden von einer noch überschaubareren Zahl von Leuten über eine lächerliche Zahl belästigender Straßenmusikanten, pro Saison circa ein Trommler und ein Untalentierter, sondern man kann auch entdecken, dass die Regeln der alten Satzung für Straßenkunst völlig ausreichend sind. Das legte ich bereits in meiner Rede 2022 dar und der damals noch hochgeschätzte Ordnungsmeister Sittel gab mir recht. Was lustig ist, denn damals wie heute ist das Problem nicht etwa beschissene Regeln, sondern ein beschissenes Ordnungsamt. Seit Jahrzehnten weigert sich Amtsleiter Ralf Lübs, seine Arbeit zu machen. Bürgermeister wechseln, Amtsleiter bleiben, leider. Denn anstatt zum Beispiel den Beschwerden über den alle Regeln missachtenden Mongo mit der Bongo nachzugehen und den Trommelterroristen durch freundliche Aufklärung und uniformierte Autorität in die Gemeinverträglichkeit zu komplementieren, spielt man beim Ordnungsamt lieber Polizei und hält sich eine 40-Mann starke Knüppelbande und Hundestaffel, um das Prekariat zu drangsalieren. 9 Dödel von der besonderen Einsatzgruppe, die 21 Uhr einen Kleinstlautsprecher am Assi-Eck überwachen? Kein Problem. 2 Menschen, die mal mittags 300 Meter von der Theater zur Pragerstraße laufen und gegebenenfalls das Wort für die Einhaltung der Regeln erheben? Seit Jahren unmöglich.
Es ist völlig egal, welche Satzung dieser minderbemittelte Stadtrat in seinem Eifer es den sich ereifernden Geiferern recht zu machen beschließt. Solange das von Ralf Lübs völlig deformierte Ordnungsamt sie ignoriert, wird auch kein noch so nervender Musiker sich daran halten. PS, ich wurde gebeten, was Nettes über den Mongo Bongo zu sagen, aber ich hasse Trommler. Einem Vorschlag, der ausschließlich, aber dafür alle Trommler verbietet, würde ich zustimmen. So, dann machen wir erstmal weiter in der Rednerliste. Jetzt wäre die AfD dran. Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, was der Aschenbach gerade geliefert hat, muss ich sagen, das ist schon brutal peinlich. Also das ist also nicht mit Witz zu tun, das ist einfach eigentlich, wenn man so nimmt, abartig. Ich hoffe, dass da auch die Verwaltung etwas unternimmt. Wir können das verstehen, wenn man ab und zu mal Witze macht auf Lasten anderer. Das ist grundsätzlich, sollte man aushalten im Diskurs, kein Problem. Wir hatten eigentlich was Kleines, Witziges damals beim Luftbad Dölzschen erwartet, das kam nicht. Da war wahrscheinlich der Aschenbach nie darauf vorbereitet oder musste noch an der letzten Rechtslage kämpfen, wissen wir nie, aber sowas ist einfach nicht würdig in der Debatte. Zum Herrn Schmidt, der hatte gesagt, er würde uns theoretisch ja zustimmen bezüglich der Begrenzung der Auftritte, aber es geschieht ja ein Missbrauch. Es ist ganz einfach so, wenn ich in der App angeben muss, ein Personaldokument, das ist ja egal, welches das ist, ob du Personalausweis, Reisepass, irgendwas, ja, Führerschein, dann wird das ja kontrolliert vom Ordnungsamt. Wenn das eine Gruppe ist, müssen sie eben alle Gruppenmitglieder angeben und schon kann man das ohne Probleme kontrollieren. Dafür muss man nicht umständlich irgendwas hin und her programmieren oder sonst was. Also es ist kontrollierbar, es wird halt derzeit nicht gemacht, zumindest in diesem Punkt wird das nicht gemacht. Ja, ansonsten ist nämlich das Ordnungsamt unterwegs und kontrolliert schon, ob die Zeiten eingehalten werden. Der Herr Kiesling hat ja gesagt, er möchte freie, wilde Musik überall und immer. Ja, also dort möchte er keine Regeln. Ansonsten hätte er schon gerne viele Regeln, gerade um unliebsame Meinungen auszuradieren. Aber Herr Kiesling, wenn Sie sich beschäftigt haben, Sie hatten jetzt ganz aktuell vom 6. März 2024 die letzten Petitionen bekommen, da steht in einer Petition drin: Der Trommler tyrannisiert mit seiner bereits oben beschriebenen Art und Weise das ganze Viertel. Die Trommelschläge klatschen regelrecht an die Häuserwände und schallen zurück. Fordert man ihn auf, leiser zu trommeln, zeigt er einem den Stinkefinger oder greift einen an. Ja, das zu Ihrem Thema, da gehen Sie doch einfach als Bürger hin und reden Sie mit den Leuten. Da muss man sagen, es gibt andere Petitionen, da steht drin, die verstehen mich ja auch gar nicht. Ja? Also, zur FDP oder Team Zastro, der ja aus der FDP aussteigt, damit er eventuell hier wieder einzieht. Kulturausschuss soll bewerten, wer auftreten darf. Das hatten wir das letzte Mal in der Debatte schon. Also wer tut das festlegen? Wie ich schon gesagt hatte, dann könnte man nur sagen, okay, im Barockviertel wird nur Barock gespielt, auf der Prager Straße ist Neosozialismus, also wird sozialistische Musik gespielt und drüben auf der Hauptstraße dann natürlich auch und das zielt natürlich dann auch für ihre Weihnachtsevents und sowas. Ne? Also müsste man sich dann daran halten oder an was wäre bestimmt was schön ist, Herr Zastro. Kunst liegt im Auge des Betrachters, das liegt auch in der Musik. Übrigens, Paul Kalkbrenner finde ich gut, werde ich wahrscheinlich einen Kiesling treffen. Ne? Also, das zum Thema. Dankeschön. Nächste Rednerin in der Liste, Frau Filiusiene, Fraktion Bündnis Die Grünen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal möchte ich mal doch hier festhalten, dass ich mit dem Beitrag von Herrn Aschenbach die Grenzen des guten Geschmacks und der Satire für überschritten halte. Unsere Umweltbürgermeisterin hat, die kenne ich ja nun wirklich schon sehr lange zum Glück, ein dickes Fell. Also die ist da wahrscheinlich wirklich hart gesotten. Aber ich finde, es hatte ja vor allem auch mit dem Thema wirklich null zu tun. Und es war einfach mal wieder der Versuch, witzig zu sein, der aber hier wirklich gnadenlos daneben gegangen ist.
zum Thema zurück. Es sind schon bestimmte Dinge, wir haben ja hier schon, ich weiß gar nicht, wie viele Debatten zur Straßenmusik geführt und verschiedene Themen, die auch mich wirklich seit Jahren und Jahrzehnten nerven, sind schon zur Sprache gekommen. Und ja, es ist auch das Ordnungsamt. Und ja, es ist tatsächlich so, ich glaube wirklich, dass da der Amtsleiter das Problem ist, denn mir kann das wirklich auch niemand erklären. Das war immer schon so, also auch als Herr Sittel noch offiziell zuständig war für Herrn Lübs, dass entweder es hieß zu wenig Kapazität, das kann man nicht kontrollieren, das geht nicht und so weiter. Wir hatten ja eine Anhörung, die, glaube ich, wirklich sehr gut war, wo wir ja uns angeguckt haben, wie andere Städte das gemacht haben. Die können komischerweise an der Stelle deutlich mehr als wir. Also ohne Worte. Das zweite Problem ist ja auch so ein Thema, einer meiner Lieblinge ist unser IT-Eigenbetrieb. Bei dem liegt ja auch die App, die wir hier haben. Und auch diese App, das haben wir schon bei der letzten Satzung eigentlich mit beschlossen, dass die App optimiert werden muss und eben vor Missbrauch und Fehlprogrammierung und so weiter geschützt werden sollte. Das ist bis heute nicht passiert. Wir haben es jetzt nochmal, zumindest im Kulturausschuss, mit als Festlegung, da gucke ich mir jetzt mal zum neu oder so neu jetzt auch nicht mehr, inzwischen schon einige Zeit für den Bereich zuständigen. Vielleicht kann man das auch mal hinkriegen. Dann hätten wir schon jenseits dessen, was wir inhaltlich beschließen, zwei wesentliche Punkte abgeräumt. Ich bin natürlich auch eigentlich unglücklich, weil ich fand es sehr gut, wie wir das in der letzten Fassung beschlossen hatten, dass wir gesagt haben, es wird eine Lautstärke kontrolliert, einfach eine Dezibelkontrolle, weil in der Tat ist es mir dann völlig wurscht, ob das mit einem Lautsprecher überzogen wird, also mit einem Verstärker, oder ob das eben mit einer Trommel oder mit einem anderen akustischen Instrument, was sehr laut sein kann, überzogen wird. Da hieß es ja, das hat jetzt die Ladi kassiert, dass das eben gar nicht möglich wäre und so weiter. Also hier wäre jetzt auch mal eigentlich der Aufruf an die Landesregierung, spätestens dann an eine neue Landesregierung, so schnell werden die auch nicht sein, dass man da vielleicht doch mal die Voraussetzungen schafft, dass zumindest dieses Thema einfach möglich ist. Weil sonst sind wir ja auch da, muss man ja immer sagen, bei unserem Föderalismus in Deutschland, es ist schon immer merkwürdig, was in einem Land geht und im anderen nicht. Also ich würde mir wünschen, dass das in Sachsen einfach auch funktioniert mit dieser Dezibelmessung. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich wirklich froh und möchte da Bürgermeister Kühn auch danken, dass er eine Kompromisslösung uns vorgelegt hat. Kompromiss ist immer so, dass ein paar Sachen dabei sind, die man doof findet, aber irgendwie noch sagt, naja, die Richtung stimmt und deswegen geht man mit. Und hier ist es so, ja, ich glaube, es ist der richtige Weg, bestimmte Zeiten festzulegen, bestimmte Orte auszuschließen. Ich bin auch, möchte das sehr unterstützen, dass wir im Fassung des Kulturausschusses abstimmen und nicht die weiteren Verschärfungen, die noch im SB reingekommen sind. Aber ansonsten ist das was, wo man jetzt hoffentlich zum Beginn der neuen Saison dann eine Satzung hat, mit der dann die Musikerinnen und Musiker die Stadt auch wieder so beleben können, wie wir uns das auch wünschen. Vielen Dank. Okay, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht, da wir ja die Tops 15 und 16 gemeinsam behandeln. Ist nochmal von der AfD für 16 das Schlusswort gewünscht? Ist nicht der Fall. Würden wir jetzt von der Abstimmung so vorgehen, dass wir zunächst uns mit den Top 15 beschäftigen. Dort würde ich zunächst den Geschäftsordnenden Antrag zur Abstimmung stellen.
was die Beschlussgrundlage angeht, den Ausschussbericht Kultur zur Abstimmung zu nehmen. Wenn das keine Mehrheit findet, würde ich dann den Beschluss, die Beschlussempfehlung federführender Ausschuss SB, vorher aber noch den Änderungsantrag AfD zur Abstimmung stellen. Jetzt würde ich also erstmal fragen, wer die Beschlussgrundlage, Geschäftsordnung? Unser Ergänzungsantrag gilt dann natürlich auch, falls der Kulturausschuss. Okay. Würden wir jetzt also erstmal die Beschlussgrundlage klären. Wer dafür ist, den Kulturausschussbericht zu nutzen, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das wäre mit 32 Ja, 28 Nein, eine Enthaltung der Fall. Würden wir also den Ausschussbericht zur Grundlage nehmen. Bevor wir den abstimmen, lasse ich abstimmen den Änderungsantrag AfD. Wer dem Änderungsantrag AfD die Zustimmung geben will, bitte jetzt um das Stimmzeichen. Der hat mit 15 Ja, 41 Nein, 4 Enthaltungen keine Mehrheit erhalten. Da stelle ich den so unveränderten Ausschussbericht Kultur zur Abstimmung. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Dieser hätte jetzt mit 44 Ja, 15 Nein, eine Enthaltung die Mehrheit bekommen. Und wir gehen in den Top 16. Das ist der Antrag AfD-Fraktion. Ich würde zunächst erstmal den Ersetzungsantrag AfD zur Abstimmung stellen. Wer dem Ersetzungsantrag AfD die Zustimmung geben will, bitte ich um das Stimmzeichen. Dieser hat mit 16 Ja, 44 Nein, eine Enthaltung keine Mehrheit bekommen. Da würde ich den Ursprungsantrag der AfD-Fraktion zur Abstimmung stellen. Wer dem Ursprungsantrag der AfD seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Stimmzeichen. Dieser hätte mit 15 Ja, 44 Nein, zwei Enthaltungen keine Mehrheit bekommen und wir können zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Top 17.1, Entwicklungskonzept für Skater.